Da leuchtet ständig was. Ich denke immer, das sind Schätze. Mist. Wie viele Leute hast du hergebracht? Ja, Hunderte. Oh, jetzt regnet's auch noch. Meinst du, sie haben einen Schatz? Hoffentlich nicht. Besser für Sam. Hey, hier ist was. Adressiert an Richard Wand. Wer ist Richard Vaughn? Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Wo muss ich hin? Was ist hier los? Das sieht aber ganz gefährlich aus. Hey, halt. Hallo? Sprich mit mir, Weib. Ich muss doch nicht ins Wasser, oder? Das ist doch jetzt nicht Sinn der Sache, dass ich ins Wasser gehe. Kann ich nicht einfach hier rüber? Nathan Drake wird aufgehalten von ein paar Pflanzen. Die hat doch gerade mit mir sprechen wollen. Ah, okay. Ah, wenn ich dich nicht hätte, Schatz. Spinnst du? Wo ist denn das zu hoch? Ich hab ein ganz blödes Gefühl, wollte ich sagen, aber wenn die da durchschwimmen kann, dann kann ich das auch. Erfrischend. Für mich sah das voll gefährlich aus. Ich würde da ja nicht rein, voll die Stromschnellen. Hier ist ein Tor. Aber da kann man nichts machen. Da ist was zum Sachen machen. Ah! Zieh dich hoch! Zieh dich hoch! Da ist ein Schatz. Stopp. Nate, hey, ich sehe da oben ein paar Kisten und Vorräte. Super. Ja, ist ja gut. Ich schaue ja schon nach oben. So, da ist sie, die Kiste. Ist das egal, wo ich die runterlasse? Vorsicht da unten. Tschüss, Kiste. Auf Wiedersehen. Boah, schau sie dir an, wie sie voll dagegen ankämpft. Uah. Ah. Ah, genau. Komm. Komm zu Papa. Zieh halt dran, Alter. Hallo, hilf mir, Frau! Edzard, na also. Ja, du bist mir aber überhaupt keine Hilfe dabei. So, wo war das jetzt? So, ich gehe als erstes hoch. Boah! Lustig, hahaha. Ha, ha. Die ist frech, die Kleine, wa? Ich wusste es.
Heilige Scheiße. Oho. Da hat jetzt auch wieder nur halb Amerika mitbekommen. Nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig, könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los, gehen wir weiter. Wenn ich wüsste, wohin. Wenn der mal schwimmen würde. Ist das ein Fenster, wo ich durchkomme? Nee. Da rein, oder was? Versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja. Ich bin direkt hinter dir. Bestimmt unangenehm, durch diesen ganzen Modder zu schwimmen. Ich glaube, es ist noch nie in dem Spiel so viel zusammengekracht wie in dem. Grund genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es war. Ich finde es nur seltsam, nee, glaube ich auch nicht. Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Avery! Oh, Avery! Was hast du getan? Warum komme ich hier durch? Hier war ich schon. Das ist ein unüberwindbarer Vorhang aus Stahl. Das Haus ist schief. Was bist du? Wunderschön. Ja, geht so. Ein bisschen moosig, aber sonst. Das ist nur für eine Trophäe. Das weiß ich jetzt schon. Sammle alle Notizen. Sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Und man kann ja jedes Level, das man gespielt hat, im Nachhinein per Kapitelauswahl nochmal ansteuern. Das heißt, man muss nicht die gesamte Story nochmal spielen, sondern kann wirklich dann gezielt die einzelnen Dinger machen und dann die Schätze und sowas nochmal im Nachhinein sammeln. Gott sei Dank, sage ich mir so in meinem... Da war was? Ihr habt da irgendwas gesehen? Ach, das ist nur wieder nochmal so ein Vogel. Das ist eine Ente. Schön. Mit Fisch im Mund. Einem roten Fisch. Wo muss ich hin? Muss ich da nach oben? Weib, hilf mir mal. Sag mir, wo ich hin muss. Hä? Da war wieder was, oder? War ich jetzt wieder... Na? Sagst du wie irgendwas? Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Bin ich blöd? Hier ist nirgendwo was zum Krabbeln. Aber ich muss doch nach oben. Es gibt doch keinen anderen Ausweg. Ja, bin ich damisch. Fenster sehe ich auch kein offenes. Hä? Da ist auch nichts, auch nichts, auch nichts. Da ist der blöde Kamin. Oder muss ich einfach hier lang? Oh, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Yay! Oh, das sind Kanonen. Da wollte es aber jemand wissen, ha? Huh? Hey, sieh mal da. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Tja, wer rechnet schon damit, gell? Ist ja jetzt nicht so, dass man jeden Tag damit rechnet, gegeneinander kämpfen zu müssen. Hä, wo? Was hat der denn für Halluzinationen? Wo ist denn da ein Wasserfall? Das ist da hinten, oder was? Ist das ein Wasser... Oida! Oh, da komme ich nicht gegen an. Oh, das ist dann doch eine zu starke Strömung.
Was ist das da? Da oben. Also muss ich wohl da hoch. Aha. Zu hoch für eine Räuberleiter. Wieder einmal. Ist hier irgendwo eine Schiebekiste oder sowas? Ahaha! Einfach mal ein bisschen dumm rumhupfen. Ah, das war nicht so schlau. Hättest du ja mal früher machen können. Der zaubert da die... Ist ein tolles Gegengewicht. Die letzten Zentimeter. Ja, das war jetzt dumm. Typisch Nathan. Da hat er wieder Schwachsinn geredet. Ich muss da rüber. Zu der Wand. Huah! Oh. Heul nicht. Schade dir gar nichts. Trinkst eh zu wenig. Freund der Sonne. Zack. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Zu schwer. Ich schaff das nicht alleine. Oh, gleich durchgestrichen. Okay. Ja, ich glaube, ich muss hier was machen. Sollte gehen. Hier. Okay, weg da. Achso. Manchmal muss ich Dreieck drücken und dann muss ich schieben. Das ist so komisch. Bitte. Okay, gut. Eleanor! Komm herbei! Räumen wir das aus dem Weg. Wie er mithalten muss, das musste er bei... Okay. Beim Sam musste er das nicht machen. Sam war stark. Der hatte männliche Muskeln. Gibt's hier irgendwas? Eigentlich schon eine schöne Bude, ohne Schmarrn. Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Wir schlafen uns nach oben. Ah. Da gehen wir gleich rein. Okay, hier ist nichts mehr. Dann jetzt in den Hauptsaal. Hallo! Heute. Großer Gott. Was ist denn hier los? Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Alle, oder was? Ich bin keine Pathologin. Die wurden vergiftet oder so. Ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? War eine Bloody Mary. Reiche Piraten-Selbstmord? Kult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also,
Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Two laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Und Sam. Oh. Oh, ihr wisst gar nicht, wie schwer mir das fällt, bei solchen Dialogen meine Fresse zu halten, aber das ist so wichtig, um sie ein... Nachwelt. Das letzte Abendmahl. Das ist so wichtig, dass ich da meine Fresse halte, finde ich, weil ich selber da auch, mit eintauche dann. Ich finde das so gut gemacht. Das ist der Wahnsinn einfach. Und wenn ich da immer dazwischen rede, dann stört mich das selber, deswegen... Aber ich kann es mir nicht immer verkneifen. Manchmal entfleucht mir ein Ton obenrum. So, also oral, nicht anal. So, wo ist denn hier der Ausgang? Vermutlich dann da. Na, schau dir das ruhig an. Auf einmal rennt er wieder, alles klar. Hey, hier hoch. Langsam. Er sagt langsam und sprintet da hoch, weißt du? Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Immer hab ich den schweren Weg, weißt du? Hey. Hi. Hi. Weg, weg. Geh weg. Scheiße. Mann, dann lass du, kriegst du halt den Vortritt. Heißer Arsch. Krrr, da würde ich gerne mal reinbeißen. Knackpopo. Da rein, komm, Volkmixe. Da ist der noch da. Halt die Augen offen, ja? Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Grüß Gott. Ich hab die Klingel nicht gefunden. Ich glaube, jetzt kommen gleich Feinde. Wort des Tages. Pompös. Warum hat der Thomas Two nicht gesagt? Schöne. War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was, der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Macho Nacho? Das war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Der war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? War es schon pompös. Das trifft echt gut, das Wort. Wo sind denn nur die ganzen Shoreline-Leute und so? Da. Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fuß. Alles klar. Mal sehen, wo sie sind. Hm.
Wie viel Munition ist das so? Aber das endet ja dann in einer Schießerei, weil... kann ja nirgendwo in Deckung gehen. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Oh Gott! Moment, ich gucke erst mal. Vasen. Oh Gott, das wird jetzt gleich in so einem riesigen Karacho enden. Eieieiei. Ich sehe schon wieder die laufende Action-Szene vor mir ablaufen und wie oft ich einfach sterben werde. Ja, egal. Komm. Ich spann euch nicht weiter auf die Folter. Lauf in den Tod. Hallo? Mist, sie wird von der anderen Seite. Ach so, ja, war klar. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn, sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Ist ja auch gar nicht laut. Oh Mist. Das war so klar. Schon. What the fuck? Schon, Mann! Geh weg! Vollidiot, Alter! Oh, Nathan! Mann, wie ich dich hasse! Fuck, jetzt ist der Maschinengewehrschütze? Nein, ist er nicht. Guck mal, was stimmt denn nicht mit dem, Alter? Wie lebensmüde einfach. Wo kam das her? Da. Chill, Alter, ich geh doch da nicht raus.
Also, jetzt sieht die Lage auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Weg da, weg da, weg da! Wo kommen die alle her? So. Jetzt müssen da noch irgendwo. Ich hab dich gefunden. Musik? Ja. Sie haben boah, krass. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Erstmal Munition einsacken, Alter. Das war jetzt ein hartes Stück Arbeit. Eieieiei. So. Die haben so viele verschiedene Waffen, das ist scheiße. Okay, die ist voll, Gott sei Dank. Schauen wir mal, ob da noch irgendwo eine Pistole rumliegt, ein oder zwei, dann müsste die auch wieder voll sein und dann bin ich nicht mehr gar so unbewaffnet unterwegs. So, hier. Aha. Da. Eieieiei. Also, der Scharfschütze, der Maschinengewehrschütze, der war heftig. Dann los, bereit? Ich bin bereit. Servus. Was ist das? Ein Brief. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich... Welcher Gang? Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Finden wir diesen Gang? Ja, finden wir erstmal Sam. Die geht da einfach rein, da könnten zig Millionen Soldaten sein. Keine Fußspuren mehr, sie hören hier auf. Okay, und wo sind sie hin? Sehen wir uns um. In den X-Akten verschollen. Die hören hier ja wirklich auf. Na, da muss es ja was geben, was versteckt ist. Das ist unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein.